Neue Forschung verfügbar. Jurassic World Evolution, das gefallene Königreich. Dinosaurier-Paket. 6 neue Dinosaurier. Nutze das Forschungszentrum, um auf die Fossilien des Sinoceratops, des ihr seht das ja selbst, ne, was da steht. zugreifen zu können. Besonders Mutige können auch gefährliche neue Kreuzungen erschaffen. Den Indoraptor. Aha. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Endlich mal wieder zu einer Runde Jurassic World Evolution. Ja, letzte Tage, ich war ein bisschen buzzy gewesen, sorry. Und auch irgendwie körperlich so ein bisschen down. Ich weiß nicht, vielleicht war das, weil es ein bisschen kühler war die letzten Tage. Ich war einfach irgendwie so platt. Ich war einfach platt. Ich habe mich nicht gefühlt abends, als würde ich aufnehmen können. Ja, und dann kamen zwischendurch noch immer noch andere Sachen dazu. Und naja, war alles scheiße. Aber jetzt bin ich wieder am Start. Und wir haben 2 tote Dinosaurier. Einer wird gerade schon abgeführt, aber es ist tatsächlich noch einer gestorben. Hier. Hier, der ist gestorben. Das ist ein... Was ist das? Triceratops. Krankheit eingedämmt. Aha. Jetzt haben wir auch noch einen Kranken, oder was? Eine Erkältung hatte er, alles klar. Ist er jetzt tot, oder was? Warum wird das direkt ausgeswitcht gerade? Nee, ist er nicht. Okay, pass auf. Wir holen einmal einen Ranger ran hier. Die müssen den da mal behandeln. Ranger Team 2. Aufgabe hinzufügen. Hier einmal behandeln. Und dann brauchen wir unseren ACU. Den Transporter und die müssen leider Gottes auch diesen Dinosaurier hier abholen. Wir müssen mal gucken. Wir müssen natürlich jetzt wieder ein paar Dinosaurier nachsiedeln. Als allererstes wollte ich aber mal gerade nach Fossilien gucken, beziehungsweise ich wollte unser Forschungsteam, unser Expeditionsteam, wir werden das jetzt so machen, dass wir alles, was mit Expedition und Forschung zu tun hat, werden wir hier auf dieser Karte sozusagen losschicken. Und auf der anderen Karte werden wir das Ganze dann eben verkaufen bzw. einsetzen. Warte mal, ich muss mal gerade meinen Timer anmachen, dass ich hier sehe, wie lange die Folge geht. Ich nehme nur eine Folge auf, damit die dann heute gleich direkt raus kann. So, teilweise erschöpft, ist aber egal. Wir schicken die... Ah, wir schicken sie mal hier hin, komm. Das Grabungsteam einmal nach China rüber. Düst mal los, Freunde. Und dann gucken wir mal gerade, dass wir die Forschung auch noch ein bisschen weiter ankurbeln. Das werden, solange wir hier drüben sind, dass wir hier ein bisschen, Dampf geben können und so. Genetische Forschung, Gebäude. Was, können wir hier noch irgendwas machen? Transport. Sie haben nicht genügend verfügbare Forschungsteams. Okay. Ach, hier läuft gerade noch was. Ah, okay, okay. So, einen Toten haben wir immer noch. Nanu? Ach, was? Auch an Altersschwäche gestorben. Ja, meine Herren hier, die sterben ja gerade reihenweise an Altersschwäche. Da werden wir gleich, wie gesagt, ein bisschen nachsiedeln müssen. Was haben wir hier? Neu? Neues Gebäude verfügbar. Aha, Tor. Schwerer Stahlzaun können wir jetzt machen. Ach, was? Krass. Okay, das ist cool. Okay, ACU-Team, bitte sehr. Auch hier haben wir noch einen Töten. Und da müssen wir mal gucken, wo haben wir denn unser Ausbrützentrum? Sicherheitspolizei. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, der wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Aha, sorgen Sie dafür, dass wir noch nicht die 3 Gäste haben. Ja, das kriegen wir wohl hin. Das kriegen wir bestimmt hin. Ich bin kein Held wegen der Dinge, die ich für unsere Besucher getan habe. Ich nenne mich nicht so, nun ja, weil ich das nicht muss. Jeder andere hätte dasselbe getan und sich so verhalten wie ich. Nur haben sie das nicht. Doch ich habe es getan. Ich habe gehandelt. Heroisch. Ja, bist ein richtiger Held, Alter. Bist ein richtiger Held. Du bist ein Typ, Alter. Du bist ein Typ, von dem wir auf der Welt mehr bräuchten. So, wir haben immer noch einen Toten, aber der wird gerade abgeholt, ne? Hoffe ich mal, oder? Jo, da sind sie gerade schon fett am Abholen. Sehr gut. Dann wollte ich mal gucken. Schutzraum, Radiostation, Forschungszentrum. Da wird ja gerade fleißig geforscht, ne? Ja, ja, das ist gleich fertig. Sehr gut. Ja, dann warten wir jetzt mal drauf, bis sie ausgebrütet sind. Hier drüben bei den Herrschaften ist ja noch alles in Ordnung, ne? Denen geht soweit auch, glaube ich, ganz gut. Die haben super Geborgenheit, die sind super gesund. Alles wunderprächtig, super. Okay. Gibt es keine Erkältungsquellen mehr? Das ist auch super. Das heißt, wir haben das gut in den Griff bekommen. So, hier können wir jetzt einen freilassen. Warte mal. Zack. Dann freeen wir die beiden mal. Freilassen abbrechen? Nee, 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 mach mal. Beobachtungsplattform ist fertig. Geil. Da können wir dann direkt mal eine bauen eigentlich, ne? Warte mal, Betriebsgebäude? Nee, wo, hier ist das, glaube ich, ne? Nee, auch nicht. Ist das bei Gästen? Nee, warte, doch, das muss doch hier sein. Warte mal. Hier. Guck mal. Da können wir doch direkt mal so ein Ding hier hinsetzen, oder? Ja, das ist blöd. Wir könnten den theoretisch gesehen hier hinsetzen. Warte mal, ich würde den gerne nochmal drehen. So. Guck mal, da kann er nämlich hier ideal reingucken. Zack. Der braucht natürlich noch eine Wegesverbindung. Die kriegt er natürlich umgehend. So, hier. Oh, warte mal. Oh. Ich hatte hier angefangen, ein zweites Gehege zu bauen, ne?
Okay, dann müssen wir das wohl darum herum bauen. Scheiße. Ja. Weiß ich, was ich gestern noch gemacht habe, so ungefähr. Warte, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Hier ist ja noch nichts drin, hier ist ja noch nichts eingepflanzt, also noch kein Dinosaurier und gar nichts. Von daher passt das schon. Warte mal, Wasser. Das Wasser machen wir ein bisschen weg. So. Läuft. Dann brauchen wir das Gehege. Wir hatten, glaube ich, hier Elektrozäune benutzt, ne? Jawohl. Elektrozäune. Ah, ich liebe Elektrozäune. Elektrozäune sind toll. So, gehen wir halt hier so ein bisschen übers Eck. Bastjo. Zack. Okay. Ja, das geht schon. Das geht schon. Wie gesagt, für den Turm da, der sitzt da, glaube ich, ganz gut. Dann machen wir hier so einen schönen Weg noch hin. Wunderbar. Und dann kann man den wunderbar nutzen. Das ist sehr schön. So, lassen Sie einen... Okay, pass auf. Wir müssen die zwei Herrschaften hier dringendst wegbringen. Können wir... Nee, warte. Wir müssen ihn ja erstmal betäuben, ne? Okay, warte, warte. Brauchen wir einen ACU-Helikopter. Aufgabe hinzufügen. Betäuben. Aufgabe hinzu. Und dann können wir den gleich mal rüber schaffen. Und die sind auch wieder hier. Sehr gut. Die schicken wir gleich nochmal los. Weil wir es einfach können. So, pass auf. Die gehen mal hier rüber. Neue Fossilien entdeckt. Aha. Ja, da würde ich doch direkt mal sagen, let's go. So, sobald er hier drüben gedingst ist. Ich weiß, wir können das Ding selbst steuern, aber das können wir gleich bei dem anderen mal ausprobieren. Ob wir das vielleicht hinkriegen. Dann probieren wir den mal selbst irgendwie zu betäuben. Ich weiß aber nicht, ob ich das hinkriege. Keine Ahnung. Aber wir können es, wie gesagt, gerne mal probieren. Vielleicht schaffen wir das ja. Futterstation muss aufgefüllt werden. Oh ja. Machen wir sofort. Bevor die hungrig werden, die Herrschaften. Das wollen wir ja nicht. Aha, sehr gut. Okay, pass auf. Dann brauchen wir den Transporthelikopter. So. Der nimmt den bitte und dann einmal hier rüber. Produkt muss eingesammelt werden. Produkt, wie sich das immer anhört, ne? Also aber fürchterlich. So, pass auf, Ranger-Team. Aufgaben hinzufügen. Einmal bitte hier und hier. Sehr gut. So, der nimmt den jetzt mit rüber. Das ist wunderbar. Genau so stelle ich mir das vor. Take him with you. Fly me to the moon. Okay, Forschung. Pass auf, Gebäude. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, wir könnten die Bimmelbahn hier machen, aber... Boah. Das ist halt echt teuer, ne? 2 Mille? Wir nehmen halt schon gut ein, aber ich sträube mich ein wenig. Hier können wir nichts machen, das haben wir alles schon. Da brauchen wir wahrscheinlich... Naja, da brauchen wir noch ein bisschen was. Genetische Forschung. Was können wir denn hier noch machen? Alpin. Ja, komm. Guck mal, dass wir das hier so langsam alles mal erforschen. Was soll ich sagen? Nice. Gut gemacht. Ja, sehr gut. Da freue ich mich. So, der wird gerade transportiert hier, ne? Sehr schön, da fliegt er. Wo ist er denn? Da. Ah! Süß, wie die da immer hängen, ne? Das sieht irgendwie total süß aus, ich weiß auch nicht. Ich glaube, so toll finden die das jetzt nicht, aber... Ach, naja. Das läuft schon, das läuft schon. So, der Turm hier ist gut besucht. Hat uns das ein bisschen was gebracht eigentlich? Gästeanzahl. Naja, zumindest wurde hier unten das schon mal ein bisschen erhöht. Ich würde gerne so einen Turm, so einen Turm würde ich gerne, was kostet denn der? 150, ja, das ist ja nix. Reicht das vom Stromverbrauch her noch? Wir haben Produktion, ja, easy. Easy peasy, pass auf. Gehege hier einmal und dann... Würde ich das Ding schon gerne hier so hinsetzen. So. Ja, komm. Zack. Dann braucht der Ding natürlich noch eine Wegverbindung. Sehr gut. Dann schnappen wir uns mal mit T hier den anderen ACU-Helikopter. Helikopter fliegen. Wie kann ich abheben? Ach, Leertaste, okay. So, wie kann ich mich nochmal neigen? Ach ja, super, das, genau. So, pass auf. Wo müssen wir denn hin? Ah, da unten, guck mal. So, pass auf, jetzt gehen wir einmal hier. Ah,
Ne. Warte. 200.000 machen wir gerade Gewinn pro Minute, das ist sehr schön. Kontakt verweigert. Scheiße. Fuck. Mistvieh. Yeah. Hä? Achso, das dauert einen Moment. Ah, sehr gut. Okay, nice. Pass auf, jetzt muss ich hier, wie kann ich? So, zack. Dann hier, Transportteams. Den da bitte. Huch. Einmal bitte hier drüben in das Gehäge. Das wäre wirklich top, Freunde. Sehr gut. Schade, dass man den nicht selbst steuern kann. Das fände ich irgendwie lustig. Okay. Das Expeditionsteam ist wieder da. Dann gehen wir direkt wieder los und schicken sie nochmal hier hin, nach Canada. Oh, Canada. Was haben wir hier? Fossilien. Was haben wir denn Schönes? Neu? Das können wir nichts mal... Oh, 63! Ja, Mann! Das können wir im anderen Dings dann verticken. Das ist wunderbar. So, und die Forschung, die ballern wir natürlich... Ne, was? Nein. Hier, DNA extrahieren. Extrahieren. Und auch hier. Und das hier sowieso. Kurytosaurus. Das ist, glaube ich, ein neues, ne? Und das, die beiden hier, die verticken wir dann in der anderen Insel. Damit wir die wieder ein bisschen auf Vordermann kriegen. Das ist schon, ist aber eine ganz gute Variante. Danke für den Tipp auf jeden Fall nochmal. Das funktioniert wunderprächtig. So, ansonsten ist hier alles easy peasy, ja? Ja, doch. Die sehen auch alle zufrieden aus, das freut mich. Schön. Genau so muss das. Warte mal. Was wollte ich jetzt? Der Turm hier ist auch fertig, der funktioniert auch. Sehr schön. Sind da Leute eigentlich? Ah, sie gehen auf jeden Fall welche weg. Ach, guck mal, da stehen sie tatsächlich. Nice. Sehr schön. Forschung können wir nochmal gucken. Forschungszentrum, Forschung ansehen. Das ist noch nicht fertig, aber gleich. Sehr gut. Gebäude-Upgrades. Ja, hier können wir halt auch noch ein paar Sachen machen. Ne? Erfolgsrate können wir hier zum Beispiel noch machen. Oh, wir können das Ranger-Tempo machen. Ach ne, das ist das Nachladetempo, ne? Na, egal. Bastjo. Haben wir denn vielleicht noch einen Auftrag oder sowas? Nein, das ist falsch. Aufträge, neuer Auftrag anfordern. Machen wir mal hier, komm. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigern. Mhm. Okay. Ja, wir könnten die Nummer mit der Ziege nochmal probieren, aber... Also, das mit der Ziege hat ja so überhaupt nicht funktioniert gehabt, ne? Fotografieren sie einen Dinosaurier der Jagd. Ja, da müssten wir halt schon hier drinnen wahrscheinlich fotografieren. Jetzt fängt es an zu regnen. Ja, gucken wir mal. Ansonsten müssen wir halt nochmal so einen Pflanzenfresser... Sehr gut, dankeschön. Ansonsten müssen wir halt nochmal so einen Pflanzenfresser da drüben reinschicken oder so. Das passt ja. Ist gar kein Problem. So, wir bauen nochmal so ein. Der ist uns ja vorhin auch verstorben. Den bauen wir uns eben auch nochmal fix. Und dann, das Expeditionsteam kommt wieder zurück. Sehr gut. Aber, ist ja schön, dass sie wieder da sind, aber die dürfen nochmal los. Ja, hier, komm, gehen wir da ein. Was haben wir da Schönes? Futterstation? Moment. Welche denn? Ah, hier. Lebendbeute-Futterstation. Die muss aufgefüllt werden. Okay. Na, gucken wir mal, wenn die da vielleicht... Nein! That was shit. That wasn't what I want to do. That was really shit. And I mean really shit. Unterwegs so. Zur Futterstation. Und wenn die jetzt sowieso gleich da sind, um diese Dings da, die Futterstation aufzufüllen, könnten wir ja mal schauen, ob wir sie gegebenenfalls die Gunst der Stunde nutzen können, um, ne, und so ein schönes Foto zu schießen fürs Album, fürs Familienalbum. Warte mal, ich wollte nach dem Expeditions... nach dem Dings gucken hier. Fossilien. Was haben wir denn da Schönes, Neues? Was ist das? Ja, DNA extrahieren, das ist super. Hier das Gleiche. Und hier haben wir wieder was Schönes zu verkaufen. Also wir haben so um die 550k plus. Auf jeden Fall safe in the tash für die andere Insel. Das ist schon mal wunderbar. Das ist super geil, super geil. Super geil. Okay, haben wir noch irgendwas, was wir hier vielleicht bauen könnten? Sturmabwehrstation, ACU-Zentrum. Hier irgendwas Schönes. Haben wir einen Kleiderladen?
Huch, ich wollte dich jetzt gar nicht. Haben wir... Was haben wir denn hier noch Schönes? Einbahn... Ich muss niesen. Scheiße. Heiliger Bimbam. Boah. Geil. Wir könnten theoretisch gesehen hier noch ein Restaurant vielleicht hinbauen. Verstehst? Hier so. Einfach, falls die Hunger kriechen sollten. Guck mal hier, Ranger-Team. Fahrzeug lenken. So, pass mal auf, da kommt nämlich jetzt die Ziege gleich raus. Vielleicht. So leid mir diese Ziege auch tut, ne? Aber. Ich meine, da kann ich ja nichts für. Hat der Bock auf die Ziege oder auf mich? Okay, ich glaube, er mag mich nicht. Ah, Golas, 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 Elila. Lalala, lalala. Guck mal, da läuft die Ziege. Ziege, ich will da die. Das ist so gemein, ne? Hey! Ich verkacke. Kein Strom? Hol dir die Ziege! Hol dir die Ziege! Nicht mich! Hol dir die Ziege! Züchtiger, da ist eine Ziege! Oh, warte mal. Hm, vielleicht. Krass. Okay, tschüss. Mach's gut, ne? Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Mamacita. Okay. Jetzt macht das scheiß Tor wieder zu. Ah, sehr gut. Okay, die arme Ziege, Mann. Habt ihr das gesehen? Mann, das tut mir voll leid. Okay, warum haben wir keinen Strom? Ach, das Ding hier hat keinen Strom. Okay, pass auf, das knipsen wir natürlich direkt an. Das ist ja gar kein Problem. Da kenne ich nämlich nichts. Strom, Mast. Dann einmal hier schön, zack. Achso, jetzt braucht er wieder so komisches Verteilding, ne? Oh, es ist... Ich hasse das. Warte mal, das machen wir anders da. Oh, was? Schon wieder? Ja, bestimmt hat er die Ziege gerade gefressen. Die Ziege hat bestimmt Dünnschiss gehabt oder so. So, warte, Umspannwerk. So. Wett? Immer noch kein Strom. Ah, jetzt hat Strom. Okay, ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Wo denn? Oh, was? Edmontosaurus an Altersschwäche gestorben. Ach Mann, ey, wieso verrecken denn unsere ganzen Tiere jetzt hier? Das kann doch gar nicht. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Wieso werden die nicht so alt? Kann man die nicht konservieren? Oh, ja. Das ist aber wirklich sexy. Was ist das? Oh, auch cool. Nice. DNA extrahieren einmal und hier auch. Wunderbar. Und weil sie gerade schon wieder zurück sind, schicken wir sie direkt wieder auf Reisen, die Herrschaften. Ja, sollen wir ruhig nochmal hier hingehen. Das war ja schon ganz nice. Dann kann er da gerade nochmal gucken, ob er vielleicht was Feines findet. Da würde ich mich sehr drüber freuen. So, Fotografie. Aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Wir haben doch ein Foto... Wir haben den doch jetzt... Also der hat doch... Hat er gejagt? Ne, der hat nicht gejagt. Ne, der hat nur gefressen. Das Foto hat nur echt viel Money Money gebracht, aber... Produkt wird transportiert. Wirklich, was ihr gebracht hattet, jetzt nicht, ne? Schade. Okay, pass auf, wir lassen den mal raus. Pass auf, dann einmal ACU-Helikopter. Und gleich, während er hier rauskommt, wird er direkt... Er wird einfach direkt betäubt. Kommt raus, pam, direkt betäubt. Da freut er sich bestimmt. Ja, ich lebe! Zack, tot. Also, er stirbt ja nicht, aber... Ihr wisst, was ich meine. Oh, der hat richtig Bock jetzt, wa? In Panik. Oh, Alter. Der Arme. So, und dann bitte einmal hier drüben ins Freiluftgehege. Produkt wird eingesammelt. Sehr gut. So, was hatten wir eigentlich hier noch gehabt? Haben wir das soweit eigentlich hier alles fertig? Ich glaube, das war ready to splash, ne? Ich frage mich halt nur, was machen wir denn da rein? Das ist mal eine spannende Frage, die ich mir gerade stelle. Wir könnten die hier reinballern. Das Ding ist, ich weiß halt jetzt gerade nur nicht, sind das welche, die... Ah, okay, okay, okay. Also ist ein Rudeltier auf jeden Fall. Der im Rudel jagt und während der Oberkreide... Okay. Ja, also davon hätte ich ja schon gerne welche, ne?
600.000. Heilige Maria Gottes. Können wir hier irgendwas machen eigentlich? Angewendet. Aha. Belastbarkeit, okay. Aussehen. Okay, wir müssen mal gucken, dass wir die ganzen Genome dann auch im Forschungszentrum da, ne, und so. Wollen wir mal Luft? Genetische Forschung, was haben wir denn hier noch Schönes? Gute Verdauung, aha. Damit das mit dem Scheißen auch funktioniert. Gehirnhalterung. Starke Heilung. Okay. Ja, machen wir das hier mal, das klingt gut. Mal gucken, warte mal, ich war noch nicht fertig. Hör mal. Fossilien, genetische Forschung, medizinische Behandlung. Da müssten wir auch mal gucken. Dass wir da mal ein bisschen Action schieben. So, was haben wir denn hier Schönes? Das Ding können wir wieder schön verticken. Sehr schön. Und hier haben wir noch ein bisschen was von dem. Das können wir mitnehmen, das ist gar kein Problem. Und auch von ihm hier nehmen wir natürlich easy mit. Jetzt müssen wir noch mal gucken, dass wir gleich mal rüber switchen auf die andere Insel. Und mal gucken, dass wir den ganzen Stuff mal verkaufen. Ich glaube, das machen wir. Huch, das machen wir auch gerade mal. Damit wir dort wieder neue Sachen kaufen können. Also, damit wir wieder neu, ne? Wieder neu unser Forschungsteam losschicken können und, ne, und so. Keine Sorge, ich mache nicht noch einmal den gleichen Fehler. Nein, diesmal machen sie völlig neue. Dr. Ian Malcolm, das ist so geil. Der Typ hat einfach so geile Sprüche früher drauf gehabt. Den habe ich wirklich geliebt. Ich muss mir aber tatsächlich mal die neuen Jurassic Park Filme, also Jurassic World Filme angucken. Ich habe die tatsächlich noch gar nicht gesehen. Muss tatsächlich zugeben, was eigentlich ziemlich armselig ist. So, pass mal auf. Ich glaube, wir hatten das ja hier wieder einigermaßen safe gehabt. Also ich glaube, die ganzen Fleischfresser haben sich soweit beruhigt gehabt, hoffe ich, ne? Ich glaube, so war das. Fossilienzentrum. So, pass auf. Jetzt vertickt man den ganzen Stuff hier mal. Weg. 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 Und guck mal, da unten schon sieht es auf dem Konto wieder richtig, richtig nice aus. Jetzt könnte man theoretisch, den könnten wir jetzt so ein Hotel bauen, aber ganz ehrlich, das Ding kostet 750, das ist mir doch ein bisschen zu teuer. Ich will hier mich aber gar nicht weiter aufhalten. Ich will die Kohle hier ein bisschen sparen, dass wir hier zumindest mal so auf 2 Mille oder so kommen. Und dann, huch, was mache ich denn? Voll der Flutschfinger. So, gehen wir wieder hier rüber. Wir müssen noch ein bisschen für die mittlere Dings, für die Unterhaltungsgeschichte noch ein paar Missionen machen. Und dann sieht das doch, glaube ich, soweit ganz gut aus. Na, kein Wunder, dass du ausgestorben bist. Wenn ich wieder unten bin, werde ich dich überfahren. Okay, okay. La da 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 da, la da 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 da, da 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 da. Ja! Wurde transportiert. Sehr geil. Vielen, vielen Dank. Forschung ist noch am Laufen. Aha, aber fast fertig. Sehr gut. Machen wir medizinische Behandlung mal schnell und machen das hier mal. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das wäre schon cool, wenn wir das haben. Und ich schicke das Expeditionsteam natürlich nochmal auf Reisen. Ist ja klar. Ah, komm, gehen wir mal hier hin. Sehr gut. Okay. Was? Lassen Sie einen mit schneller Stoffwechselmodifikation frei. Können wir das machen? Das ist so ein Hyalosaurus, das ist der hier. Genommodifiziert. Wir haben das doch gar nicht, oder? Wir haben doch gar nicht diese schnelle Stoffwechselgeschichte. Oder? Aussehen, Verteidigung. Aussehen. Achso, warte mal, das ist glaube ich hier und dann müssen wir nach unten gehen, ne? Wüstenmuster. Null gehen. Okay, Verteidigung. Zähigkeit der Haut, starke Heilung. Ah, okay, okay, okay. Habe ich das auch verstanden. Pass mal auf, da müssen wir mal gerade schauen, dass wir bei der Forschung... Brauchen wir das ja mit diesem Stoffwechsel, müssen wir ja dann machen. Wo sind wir denn hier? Wenn wir das mit der Forschung... Genetische Forschung... Gute Verdauung... Reaktionstempo... Gehirnhaltung... Aggressives Verhalten... Okay, ja, wir machen das sowieso mal, aber... Mit dieser Stoffwechselgeschichte ist jetzt hier aber irgendwie nicht dabei, ne? Effizientes Blut, starke Muskelfasern, Knochendichte, Stoffwechsel. Ah, hier. Okay, das kann man erst später machen tatsächlich. Toll. Das ist ja top. Das ist ja wirklich toll, dass man hier Aufträge schon kriegt, die man überhaupt noch nicht machen kann. Das ist irgendwie... irgendwie ist das ein bisschen arm. Aber okay. So, Expeditionsteam ist noch unterwegs.
Neue Missionen können wir derweil nicht annehmen, ne? Wenn wir die jetzt da unten schon haben. Oder? Ja, komm, wir beenden das nochmal. Aber was Neues hier von dem Typen? Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich. Ja. Ich hoffe aber mal, das können wir schon machen. Nemekt, was ist das denn? Nemekt Formation? Formation Morrison, Lance, Hell Creek. Wo ist das denn? Standort erschöpft. Ah, okay. Lufeng, Kingong, Nemekt Formation. Das ist das hier. Okay, dann müssen wir die gleich hinschicken. Grabungsteam kehrt gerade zurück. Wenn sie da sind, zack, schicken wir sie direkt wieder los. Und dann gucken wir, was haben sie denn mitgebracht? Sehr geil. Nice. Find ich super geil. So, dann haben wir da zumindest mal wieder eine Mission abgeschlossen. Das ist schon mal wunderbar. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Die sterben hier heute reihenweise. Was ist denn los? An Altersschwäche gestorben. Oh Mann. Und sterpseln die ganzen Dinosaurier weg hier. Das ist doch unfassbar. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Aber warte mal, wie viel haben wir denn jetzt hier noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Warte mal ab, wenn wir die ganzen Velociraptoren hier haben. Dann geht das richtig steil. Pass auf. Aggressives Verhalten. Na komm. Ich meine, das sind Rudeltiere. Wir werden wahrscheinlich 2 Stück davon brauchen. Aber okay. Ich überlege gerade, ob wir gleich noch einen machen. Weil wir werden auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ab wann fängt er denn Rudel an? Ich glaube, ab mindestens 3, ne? Ich glaube, Rudelverhalten fängt bei mindestens 3 an. Das heißt, wir werden 3 Stück brauchen. Das ist auf jeden Fall unabdingbar. Da kannst du von ausgehen. Wir müssen mal gerade schauen, worauf haben die denn Bock, die Herrschaften hier. Angriff, Verteidigung, Bewertung. Lebensfähigkeit 62. Das ist natürlich kritisch. Ich könnte hier mal so ein Upgrade reinhauen. Erfolgsrate hier, zack. Mal gucken. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. So, Forschungszentrum. Wir haben eine neue Forschung gehabt gerade. Wir setzen direkt eine neue wieder an. Wie gesagt, wir gucken mal, dass wir nach und nach alles erforschen, was wir erforschen können. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Ja. Und dann mal gucken, was hier noch so geht. So, dann machen wir hier die Velociraptoren rein. Ich überlege nur gerade, ob es sinnvoll wäre, dass man hier vielleicht so ein Zwischengehege macht, weißt du? Weil ich weiß halt nicht, ob die auf die anderen losgehen würden, theoretisch gesehen. Dass man hier einfach noch mal so ein... Weißt? Nochmal so ein Zwischengehege-Ding so reinsetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht. Keine Ahnung. Kein Plan. Aber einfach nur, um Safety First zu gehen, dass die jetzt nicht von hier drüben und wieder drüben reinmarschieren. Weil das voll die Arschlöcher sind, weißt du? Arschlocher. Ich speichere aber gerade mal. Hier, Let's Play 3. Einmal fett gesaved den Schinken. Wunderbar. Zack, Let's Play 3. Wunderbärchen. Da freue ich mir doch den Hodenwund. So, wir haben neue Fossilien. Angucken. Auftrag abgeschlossen. Nice. Ich würde jederzeit mit Ihnen arbeiten. Ja, toll. Ja, toll. Super, jetzt wo wir die Dings hier, weißt du? Toll. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Velociraptor. Hätte ich mal besser noch 2-3 Sekunden gewartet, weißt du? Voll der Honk einfach. So, pass auf, dann gucken wir mal gerade. Hätte ich gerne nochmal eine Mission vielleicht von euch hier, da. Neuer Auftrag hier von ihm, wie sieht's aus? Mein Rat? Nehmen Sie den Auftrag. Ja, das kriege ich hin. Wir hatten eigentlich schon ewig keinen Stromausfall mehr. Also eigentlich müssten wir das easy peasy auf Reihe kriegen. Hier gleich das nächste, zack. Guck mal, das läuft richtig. Weißt du, guck mal, für was wir jetzt schon alles Kohle ausgegeben haben. Also wir haben ja die Kohle richtig, mehr oder weniger richtig rausgeschissen gerade. Aber wir haben kein Minus. Wir sind immer noch lockerflockig bei 8 Millionen. Was halt schon extrem gut ist eigentlich. Ich meine, klar, das war der Anfangspark, ja, wo man noch Hilfe gekriegt hat ne, und so. Aber, ne? Ganz ehrlich, da kann man sich echt nicht beschweren. Sieht auch immer noch gut aus hier vom Verwaltungsbereich her. Ja, wir haben ein ordentliches Plus an Strom, da kann man sich auch nicht beschweren. Alles wunderprächtig.
Und wer sich jetzt beschwert, der hasst Kinder. So. Was haben wir hier? Hier sieht es ja alles noch ganz easy aus, ne? Ja, doch. Dem Hotel hier geht's auch gut. Ja. Wie gesagt, wir müssen halt mal gucken, dass wir auf der anderen Insel vielleicht auch ein Hotel irgendwie basteln, weil so ein Hotel steigert halt schon den Wert des Parkes sozusagen. 951 Besucher ist jetzt auch nicht so mega viel. Aber meine Hoffnung ist, dass die Velociraptoren tatsächlich das ein oder andere Gesindel in unseren Park locken. Ja, das wäre natürlich schon ziemlich nice. Gut, jetzt muss man natürlich auch sagen, es war Wochenende wieder Bundesliga, ja, da kommt natürlich keiner. Nein, aber, ne? Weißt du Bescheid? Oh, es fängt an zu pissen. Scheiße. Scheiße. Oh, nice, der eine ist fertig. Wunderbar. Ich überlege gerade, warte mal, die brauchen natürlich, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, they need something, wo sie, ne, machen können. Hier, warte mal, die brauchen wir zu essen auf jeden Fall erstmal. Vielleicht sollten wir, bevor wir die da direkt reinsetzen, sollten wir erstmal gucken, dass wir die Infrastruktur dafür bauen. Dass die auch jemand angucken kann, ne? Sonst ist das irgendwie ein bisschen witzlos. Muss das immer hier auf den Zaun gesetzt werden eigentlich? Oder kann man das auf den Zaun setzen? Wobei ich es hier irgendwie nicer fände, wenn wir so einen Turm bauen, oder? Was ist denn da der Unterschied? Sichtbarkeit, Gäste, wie die Gäste erhöht. Aha, okay. Okay, okay, okay. Ja, dann mit der Futterstation mache ich sofort. Ich werde mich direkt darum kümmern, Meister. Das Ding ist, ich würde halt hier schon gerne zwei Stück hinsetzen, damit man halt auch alles sieht. Aber da ist gerade irgendwie so ein bisschen, warte mal, hier begradigen. Und dass wir das mal gerade kriegen hier. Pass auf, Gehege, Turm. Und er geht trotzdem nicht hin, warum nicht? What's the problem? Geich? Ist das da so uneben oder was? Nee, doch gar nicht, oder? Warum ist das verbaut? Ist das wegen dem Stromdings vielleicht? Aber hier geht's doch auch. Ach, aber hier wäre das richtig im Weg, oder was? Ah, leck mich doch am Arsch. Ja, machen wir erstmal hier einen hin. Zack. Und dann kann man das ja immer noch anpassen dann. Ja, da ist ein bisschen blöd hingesetzt da, ich weiß. Mal gucken, dass wir hier so ein bisschen quer rumgehen. Und dann hier... Komm, da ging doch gerade. Ich hab das doch gesehen. Hä, das ging doch da gerade hin. Was ist das denn jetzt? Machen wir es halt so. Ach komm, jetzt mach mich nicht fertig. Bitte. Ach, so geht's jetzt, oder was? Gott, ist das bescheuert manchmal. So. Mann, was ist das denn? So, Futterstation. Welche? Ach, die hier schon wieder. Ja, mein Gott, die haben aber auch einen ordentlichen Kohldampf, die Herrschaften, wa? Das ist ja unfassbar. Machen sich da die Mägen voll, weißt du? Auf unsere Kosten.